Werter Mr. Starek, Männer angeheuert, schlagen morgen zu. Disraelis Tod wird das Antikorruptionsgesetz auf Eis legen. Gladstone wird viel umgänglicher sein. Möge der Vater etc. etc. B. Starek hat seine Finger also auch in der Politik. Ich muss in den Sinopian Club und herausfinden, wer B ist. Verhalte dich einmal diplomatisch. Aber das bin ich doch immer. Deine Indiskretion bei der Bank of England hat beinahe zum Kollaps der Währung geführt. Beinahe ist das entscheidende Wort. Apropos Kollaps, was ist mit deinem Schlüssel, der in kein Schlüsselloch passen will? Henry hat ihn und forscht weiter. Ich bin sicher, dass das Gewölbe uns gehört. Beinahe uns gehört, Evie. Beinahe. Ein Brief. Für mich? Ja, ein Brief für dich, der aber trotzdem nicht aufzufinden ist. Ja gut, dann, erstmal herzlich willkommen zurück. Wollen wir uns mal in Sequenz 7 begeben. Aber nicht mit... Ach, Meister, das ist die Nummer, okay. Nicht mit... Was halt... Oder liegt das halt wirklich an dem verkackten Brief hier? Ich nehme mal die Einkommen. Da ist doch ein Brief für mich und der sagt das jedes Mal. 4 Fähigkeiten. Ja, stimmt, das müssen wir auch noch machen. Auf Souvenirs zugreifen? Das mit dem Brief ist halt... Ich nehme halt an, dass das eigentlich der ist, aber ich kann, wie gesagt, nicht drauf zugreifen. Ja, warte. Erstmal hier, ne? Wie viel haben wir? Wir haben 5. Wollte ich das mit der Kutsche machen? Ich weiß das gar nicht mehr. Oder war es Revolverheld? Versuchen nicht mehr zu entkommen. Ja, das ist eher so. Juckt mich nicht weiter. Und dann gehen wir halt einfach mal in die Kutsche rein, ne? Dass wir das dann über die Zeit. Und wir brauchen gar nicht mal mehr so viel Fähigkeitenpunkte ausgeben, bis wir noch ein Level aufsteigen. Okay, cool. Ja, ist in Ordnung. Dürfen wir nicht. Wie schön, Sie zu sehen. Aber das mit dem Brief ist halt trotzdem komisch. Also ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Zurück vom Streifzug, Meister. Warte mal, ich sehe hier gerade bloß ihn hier. Auf den Schwarzmarkt zugreifen? Ja, ich will mal alles auf, ne? Ja. Sehr schön. Und dann wollen wir mal uns mit Evie auf den Weg machen. Einmal da, einmal da. Müssen die EB das mit Evie machen, ne? Ich meine, sie ist sowieso ein bisschen diplomatischer, auch wenn wir mit ihr voll reingehen immer. Gehen wir mal darüber. Also wie gesagt, das mit dem Brief. Es wird mich wahrscheinlich bis zum Ende des LPs begleiten und ich werde immer noch nicht wissen, welcher das da wohl ist. Vielleicht habe ich den auch irgendwie im Inventar und sollte mal reinlesen. Keine Ahnung. Aber solange es halt die Hauptstory nicht irgendwie betrifft oder irgendeine wichtige Nebenaktivität, sage ich mal, was ein bisschen spezieller ist, ist das halt auch jetzt nicht so dramatisch, würde ich mal sagen. Wir müssen aber auf jeden Fall nochmal zu Evie zurück. Ja, erstmal hier runter. Und bei ihr noch ein bisschen Verbesserung vornehmen. Bei ihr haben wir jetzt 9. Okay, auf jeden Fall das. Und dann stehen wir vor demselben Problem mehr oder weniger. Oh, warte mal, hier ist Schleichwert um 11. Ja, ne? Jo, können wir machen. Haben wir bei jedem noch einen Punkt drüber. Also sagt das mit dem... Ich brauche bloß eine Taste drücken und dann ist das jetzt nicht weiter dramatisch. Doppelt so viel Wurf, dass er bei sich tragen. Rechnen wir mal wenig mehr Schaden. Ja, ich nutze die aber nie. Das ist auch wieder die Kacke. Aber egal. Wir werden uns erstmal ranmachen. Schläger verjagen. Ja gut, das funktioniert halt doch nicht so supi. Dann lassen wir die mal spielen. So, Frage ist, komme ich jetzt oben drüber? Schneller? Nee, ne? Wahrscheinlich eher wieder nicht. So, was haben wir denn hier?
Was hier los? Was ist passiert? Ihr Bruder. Was hat er diesmal getan? Die Zeitungen schreiben nur noch über Twopennys Ermordung. Und, als wäre das nicht genug, hat jemand die offiziellen Druckplatten gestohlen. War das auch Jacobs Verdienst? Ich bezweifle es. Jetzt traut niemand mehr der Bank oder Englands Währung. Es gibt eine Inflation, Aufstände. Die Produktion verlagert sich in das Billiglohnland Amerika. Kurz gesagt, Britannien ist am Ende. Jetzt bist du wirklich ins Wespennest getreten. Was wäre, wenn ich die Druckplatten wieder in die Bank schmuggle? Ja, das würde helfen. Besser noch, es widerspräche den ganzen Geschichten über Twopennys Ermordung und könnte das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherstellen. Also abgemacht. Heute geht Britannien nicht unter. Oh, falls es keine Umstände macht, könnten sie noch alles Falschgeld vernichten, das sie bemerken, damit es nicht zirkuliert. Natürlich. Es ist wirklich sinnvoll. Na klar. Ja, na dann. Herr Evelyn. Das Falschgeld wird ganz in der Nähe ausgegeben. Mhm. Nun, wenn man es Falschgeld nennen kann, mit diesen Druckplatten ist es quasi unmöglich, die echten von den falschen Scheinen zu unterscheiden. Wir kriegen das schon hin. Wenn das herauskommt. Nun, ich habe es ja bereits gesagt. Wenn die Leute der Währung nicht mehr trauen, es kommt ja bereits zu Aufständen. Mr. Eberlein! Ich habe vollstes Vertrauen in Sie, Miss Fry. Warte mal. Ich wollte gerade sagen. Ihr zwei, folgt mir. Ich will auf dem Weg zum Wagen nicht überfallen werden. Die Falschmünzer. Okay, der wird wahrscheinlich genau da rausgehen, wo ich jetzt rausgehen wollte, ne? Die können toben, wie sie wollen. Wir geben die Druckplatten nicht zurück. Kann ich die... Ich weiß nicht. Ich wollte zwar kalt machen, habe aber ein bisschen das Gefühl, wenn ich das mache, dann ist die Mission schon im Arsch. Hörst du die Menschenmenge? Klingt, als wäre ganz London auf der Straße. Das hat nichts mit uns zu tun. Ich fasse es nicht, dass Jacob die gesamte Wirtschaft in den Ruin treiben konnte. Vater hatte recht. Er handelt vorschnell. Und er bereut gar nichts. Ja. Wohin jetzt, Sir? Nach Hause, wenn ich bitten darf. Okay, wir müssen ihn bis nach Hause verfolgen. Das wird ja nicht weiter auffallen, oder? Ja, schreckliche Sache. Aber für uns ist es gut, finden Sie nicht. Ich gehe nicht ohne meine... Haben Sie keine Angst, dass die Polizei nach Ihnen fragt? Vielleicht hat jemand gesehen, Ja, mach mal hinne. Ivy, komm, mach nicht so kacke wie Jacob. Nein! Oh, warum muss der jetzt auf die andere Seite wechseln? Was zum Fick ist das? Okay, er bleibt jetzt da stehen. Ich geh mal vor jetzt da runter. Ich kann ja sowieso nicht hören, was die hier quatschen. Es kann halt sein, dass ich mir auch noch eine Dings nehmen muss. Okay, ich sehe schon. Gut, ist zumindest kein Sperrgebiet. Oh nein. Nicht schon wieder. Alter, jetzt legt hier nicht den Turbo ein. Komm schon, Ivy. Ah, okay. Oh, Gott sei Dank. Der ist noch gestiegen. Jeder könnte versuchen, hier reinzukommen. Gut. Das Gebiet kommt mir aber irgendwie sehr bekannt vor. Gut ab. Ja, Sir.
Presse. Besitzt diesen Ort, als wäre er die Bank of England selbst. Ja, waren wir hier nicht mit dem komischen Hypnotiseur? Das kommt mir zumindest so vor. Okay, Druckplatten stehen, Falschgeld verbrennen. Ja, wenn ich das Falschgeld wirklich finden sollte. Okay, ich sehe zumindest schon mal das Fenster. Ich traue dieser Frau nicht. Das ist nicht so schlimm, ich traue dir auch nicht. Ist das falsch? Das ist doch falsch, geht oder nicht? Hier nichts zu suchen. Nein. Ich wollte schleichen. So, hau ab hier. Typ. Das Problem ist halt, ich bin schon am Schleichen. Ich drück's halt trotzdem immer noch mal. Oh, tschüssken. Ach, lol. Naja, dann. Ach. Und jetzt heim ich zurück in die Bank damit. Sie wissen, in die Bank lassen. Die Zivilisten in die Bank lassen? Warum? Ivy. Ich wollte gerade sagen, bitte geh mal nach oben. Ja, okay, dann erstmal. Scheiße. Ich meine, wir haben es ja, ne? Also, wir werden ja eh wieder da auftauchen, aber... Hä? Das ist das erste Mal, dass er das gemacht hat. Einen kleinen Schritt zu weit. Sollen sie mal vor jeder Kante nochmal stehen bleiben und willst du wirklich? Und jetzt noch... Ach komm, komm. Wir gönnen uns den Spaß mal. Ab runter da. Ach, Ivy. Ja. Oder wir müssen noch, also ich hoffe nicht. Okay, vielleicht haben wir wirklich. Dazu fällt mir ein Reim ein. Ihr mieser Haufen Banker seid nicht besser als Henker. Ich sehe Sie, junge Dame, dafür könnte ich Sie einsperren. Sie müssen hier sich verhindern. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich kümmere mich sofort um Sie. Achso, ich dachte, dass ich müsste den. Doch, lass ich, die gedruckt bleibt. Achso, ja, ich muss ja rein. Scheiße. Achso, das war ich. Wollte gerade sagen, ja, denk an eure Ausbildung. Ich glaube, mit Schleichen ist jetzt hier nicht mehr viel. Hier ist wahrscheinlich sowieso keiner mehr. Da kann ich hier rein? Ja. Okay, na dann. So. So, als wären sie nie fort gewesen. Sag ich doch. Hört doch gar nicht auf, ne? Ja, gut. Die können sich jetzt hier schön umgucken. Und wir sind wieder draußen. Mission noch wild? Oh, Entschuldigung. Och nein. Geht schneller, glaube ich. Ach so, mit Eberlein muss ich ja. Ja, gut. Oh, Eberlein. Mission erfolgreich bestanden. Ne? Gut. Die Londoner Zeitungen schreiben, dass alles nur eine Ente war. Keine Aufstände mehr, Vertrauen in die Bank wiederhergestellt und endlich wieder eine ruhige Nachtschicht für mich. Miss Fry, ich kann Ihnen nicht genug danken. Schön, dass wir eine Katastrophe abwenden konnten. Auch wenn es Jacob ist, der mir danken sollte.
Und wir haben ein Pünktchen, glaube ich, mehr, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe. Sehr schön. Okay, dann würde ich mal sagen, dann machen wir gleich mal mit Eevee weiter. Ah ja. Das Ding ist, man könnte eigentlich meinen, aber ich glaube, dazu kam es nie, dass wenn, naja, Jacob immer so der Aufrührerische ist und der, naja, doch ein bisschen Scheiße baut, dass sie sich irgendwann gegeneinander stellen könnten. Zumindest suggeriert das Spiel so immer ein bisschen. War aber, glaube ich, niemals so gewesen. Obwohl das ganz interessant gewesen wäre. Zwar nicht, dass sie sich gegenseitig am Ende töten, sondern eher, dass sich vielleicht ein bisschen kabbeln, sage ich mal, und Jacob aber am Ende dann einsieht, dass er vielleicht doch mal was anders machen müsste. Ja, das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ja, einfach nur so. Weil die standen mir gerade im Weg rum. Ich müsste mal gucken, dass ich halt langsam wirklich mal wieder Truhen finde. Also einfach bloß für das Kackeisen. Es wäre auch schön, wenn man Eisen kaufen könnte, aber irgendwie geht das, glaube ich, weniger. Ach, guck mal. Unser Hase. Ja? Sagen Sie mir noch mal, wo wir hingehen. Ich fand einen Brief der Prinzgemahlin unter Lucy Thorns Recherchen. Mit den gleichen Insignien wie ihr Schlüssel. Aus 1847. 1847? Im selben Jahr befahl der Prinz Umbauten am Buckingham Palace. Sie glauben, er ließ das Tuch dort verstecken? Nun, es gibt keine Karte des Palastes mit einem Raum namens Geheimes Gewölbe. Eure Hoheit, darf ich vorstellen, Miss Eevee Fry. Miss Fry, Maharaja Dulep Singh. Es ist mir eine Ehre. Mein Freund, die Pläne, um die Sie baten, wurden entfernt. Entfernt? Von wem? Crawford Starrick. Jedenfalls in seinem Auftrag. Ja, ich dachte mir, Sie kennen den Namen. Ich weiß, wo er ist, aber er wird streng bewacht. Der Teil dürfte kein Problem darstellen. Dachte ich mir. Wir werden einen Plan brauchen. Ich sorge dafür, dass die Wachen abgelenkt sind, während Sie einen Weg hineinsuchen. Oh, wirklich? Für Sie, Miss Eevee, tue ich das gerne. Nun, sobald ich drin bin, suche ich jemanden, der weiß, wo die Papiere sind. Und wir treffen uns im Zug. Pass auf dich auf. Ist ja nicht so, dass wir den gewissen Herrn da schon kennen würden, ne? Zweimal nutzen. Ja, Henry ist da. Wie kann ich den denn ablenken lassen? Also erstmal hier schwupps. Ah, scheiße. Nicht hier mit Glocke. Kann ich das Ding sabotieren? Also ich habe jetzt kein Zeichen gesehen, wo ich ihn hätte nutzen können. Wahrscheinlich eher auf die da oben gemünzt. Ja, nur vorsichtshalber. Na gut. Obwohl, muss ja nicht heißen, dass die Dokumente hier sind.
Henry? Wir haben ein Problem. Ah, jetzt geht's. Der steht irgendwo drinnen. Ich würde sagen, ich mach's mal jetzt. Ja, toll. Hä? Hallo? Ich weiß nicht, warum so auf den nicht mehr eingeschlagen. Nein, du Blödmann! Junge, alter Ivi. Das war... Okay, da ist das Fenster. Wahrscheinlich sind die Papiere da drin, ne? Hier ist nichts. Ach, natürlich. Es ist halt immer... Ne? Immer das Letzte. Okay, die Ablenkung kann ich auch gar nicht weiter nutzen. Warte mal, war das hier auch in einem Gebäude drin? Aber trotzdem, wo die hier in der Ecke war, ich weiß nicht, warum sie auf den auf einmal nicht mehr weiter eingeschlagen hat. Also ich konnte nichts mehr machen. Nein, rein da. Nein, ich muss wohl jemand nach den Plänen fragen. Ach, na supi, ja, wen denn? Ein Templer in der Nähe. Ja, toll. Ach. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Ach. Okay, da leben wir Gott sei Dank noch ein paar, die ich übersehen habe. Ja, gut. Kann's ja. Die sind zu zweit, das ist halt scheiße. Wir haben noch einen Versuch. War mir aber fast klar, dass das nicht funktioniert. Ich hoffe, der zählt noch mit dazu, weil der im Gebiet drin ist. Okay, der ist im Haus. Ach shit, durch das Fenster komme ich ja gar nicht rein. Gibt es hier eine Tür? Ach, da ist ein Fenster, da ist ein Fenster. Miss, ich weiß nicht, wo er sein kann. Was meinen Sie? Der Mann, der wie Sie aussah. Die Wache führte ihn ab. Henry, die gestohlenen Pläne. Wo sind sie? Ich weiß nichts von gestohlenen Plänen. Die Pläne. Hä? Die Mission. Sag mir einfach, was du willst. Okay. Ich habe jetzt einfach mal drauf gehört. Vielleicht hat Henry die aber auch schon genommen, ne? Vielleicht hat er sie schon gemobst. Ja. Weil er hat ein besseres Auge wie wir. Ja. Ja, toll. Ja. Sichtbare Fußspuren, ja. Ja. Ja, Kinder. Du gehörst zu Claras Kindern. Die haben Mr. Henry. Wir konnten ihm nicht helfen. Aber ich habe einen gebissen. Sie fuhren in einer roten Kutsche weg. Doch die kommen nicht weit. Ein Rad sah aus, als würde es jeden Moment abfallen. Sehen Sie sich die Spur an. Das sei ja ganz schön rum. Toll. Ja. Ach so, okay, gut, wollte gerade sagen. Das, was er uns erst angezeigt hat, da war halt nichts gewesen. Okay, hier liegt doch schon auf dem Gelumpe rum.
ist ja sicher, dass das bloß ein Rad ist? Sieht ja aus, als ob die ganze Kutsche im Arsch wäre. Warte mal. Wenn das ein großes Gebiet ist. Ja. Ich darf das. Gehen Sie mal weg. Oh. Warte. Weiter. Na los. Ja. Der Wagen wurde abgedrängt. Wir müssen es eilig haben. Ach nee. Gut so. Okay. Entschuldigung, aber ich untersuche hier was. Wenn die Spuren sind, wäre Gott sei Dank so Menschen ganz gut. Ja gut, das machen wir auch. Das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Was ist das? Ja doch, du bist auf der richtigen Spur, meine Dame. Mutwillige Zerstörung, was? Ich hab gar nicht mutwillig zerstört. Hallo, reden? Reden? Oh Junge, ich wollte mich hier mit einer Frau unterhalten, du Arsch. So. Darf ich jetzt endlich mal mit dir sprechen? Ich weiß überhaupt nichts über diese Kutsche. Aber hier passieren schon den ganzen Tag komische Dinge. Hier laufen jede Menge merkwürdige Leute herum. Alle schwer bewaffnet. Wer zum Teufel ist das? Du hast keine Ahnung. Oh, du hast immer noch Schiss. Super. Nee, doch nicht. Ich sah, wie sie jemanden aus der Kutsche gezerrt haben, nachdem das Rad abfiel. Die sagten, er sei gestürzt. Keine Ahnung, warum sie ihn dann in die Kirche brachten, aber da gingen sie hin. Aha, okay, also müssten wir doch... Also ich hoffe nicht, dass ich alles abkaspern muss. Ja, gut. Bevor die mir noch weiter auf den Senkel gehen. So. Ja, ihr habt einen Besucher. Hast du vollkommen recht. Ja, ich könnte mit dir reden, aber die wird mir auch nichts anderes sagen. Ach komm. Ivy. Ich weiß, du zelebrierst das ganz gerne mal. Ja. Okay, die Alte da oben kann mir... Geh mir echt mal auf den Senkel. Das glaube ich aber auch, dass du ein Problem hast. So, jetzt bin ich aber am Eingang vorbeigelatscht, ne? Ja. So, wenn wir unseren guten Henry hier mal nicht finden, dann wissen wir auch nicht. Ja, hier geht's weiter runter. Ich glaube, ein bisschen am Zweifeln bin, ob ich hier richtig bin oder nicht. Ja, toll. So. Ach, guck mal, das ist ja Henry sogar. Ich habe freie Sicht auf die Assassinen. Ja, komm mal hoch hier. Gut, mit den Fässern hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber hätte sie nicht viel gebracht. Ich hätte ja noch mehr wie einmal machen müssen. Henry. Warte. Er kann kurz warten, er hat da Verständnis für. Oh, dieses scheiß Leder. Okay. Kann ich nicht irgendwie Waren umtauschen? Die wollten die Pläne des Architekten wegschaffen. Haben sie sie? Nein. Hat man ihnen wehgetan? Alles gut. Gehen wir.
Was ist mit den Plänen? Ja, doch. Davon kann ich mir jetzt auch nicht mehr so viel kaufen. Aber hier lebt doch sowieso so gut wie gar keiner mehr. Ah, toll. Ja gut, so wie dazu. Lol. Warte. Ja, wer ihren Mann halt anfasst, das sollte man sich vorher überlegen. Oh, Junge. Mann, X. Problematisch ist, er braucht zu lange mit dem Rumschnitzeln. Schützen auf dem Dach. Wo? Wo denn? Ich kann nicht nach oben gucken. Was ist das für eine Kacke? Willst du mich eigentlich verarschen? Da mal. Ja, super. Ich hole jetzt das Ding noch mit. War das die einzigste? Nee, natürlich sind sie jetzt wieder drinne. Und jetzt wird Henry sterben, weil die, was weiß ich, von wo aus die treffen. Hä, warum sind da jetzt schon wieder Leute? Willst du mich verarschen, Spiel? Was war denn das jetzt gerade? Und warum kann sich Henry nicht wehren? Ey, oh, das ist so eine Flitzpiepe. Ist doch wahr. Du sollst erst schützen auf dem Dach. Ich darf nirgendwo anders hingucken. Ich wollte halt einfach bloß nach oben gucken. Nicht mal das ging. Okay, vielleicht soll ich doch ein bisschen mehr mit Rauchbomben arbeiten und die alle hintereinander wegschnetzeln, weil das ist, also auch von Henrys Seite aus, das war ein bisschen ärmlich. Das war ein bisschen sehr ärmlich. Also, naja. Oh, ich gehe gleich mal auf Rauchbombe. Was ist mit den Plänen? Die sind verloren. Ja. Konzentrieren Sie sich auf die Flucht. Ja, ich wollte gerade sagen. Guck aber lieber, dass du nicht stirbst. Und renn nicht vor. Mann, scheiße. Ich wollte gerade sagen, renn nicht wieder vor, du Vollidiot. Ja, bleib da stehen. Mann. Ach, du bist so ein. Jo. Ist das auch einer? Eventuell. Ja, shit, wie war das nochmal mit der blöden, mit der scheiß Rauchbombe? Mann! Spiel, Alter, warum? Ach, Junge, ich wollte die scheiß Rauchbombe zünden und das geht das nicht, oder was? Ja, toll, jetzt. Schützen auf dem Dach! Ach, jetzt habe ich wenigstens mal nach oben gucken. Nein. Oh, wo ist die alte dämliche Kuh? Ich habe es doch gerade gesehen. Da. Okay. Ach, Henry, lass dich doch nicht immer gleich. Ja, das Problem ist, er ist ja schon wieder fast tot. Nee. Ivy sollte sich das nochmal überlegen, ne? Miss Nightingale sollte sich das ansehen. Ich finde das Gewölbe, ehe Starrick sich das Tuch holt.
Wir müssen mit dem Maharaja sprechen. Ich spreche mit dem Maharaja. Sie lassen sich verarzten. Es tut mir leid, dass ich Ihre Pläne vereitelt habe. Im Zug wären Sie sicherer. Selbst wenn Sie das Gewölbe finden, Sie können nicht alleine in den Buckingham Palace spazieren. Ich bin nicht alleine. Wir sehen uns dann im Zug, Mr. Green. Sie hat allen Grund dazu, sauer zu sein. Das war kacke. Besonders war ein paar Mal gefühlt fast gestorben wäre. Also. Ja, wir sehen uns im Zug. So. Okay, wir haben, glaube ich, bloß noch erstmal Jacob. Ja, aber das war. Weiß ich nicht. Man möchte doch meinen, in der ganzen Zeit, wie wir ihn jetzt kennen, dass er vielleicht auch mal ein bisschen geübt hätte oder so. Beziehungsweise trainiert hätte. Oder sich vielleicht auch mal eine neue Ausrüstung angeschafft oder eine neue Kutte oder sowas. Ne. Hält der Herr ja nicht für nötig. Aber Blümchen einkleben, das ist wichtig. Naja, da kann er sein Hobby nachgehen, ne? Aber wenn er schon mitspielen will, sage ich mal, sollte man auch vorbereitet sein. Darum geht es mir hauptsächlich. So, na denn. Geschäfte. Bin mal gespannt, was Jacob dann jetzt wieder reißen wird. Ich habe mir was mit den Dings markiert, okay. Nee. Nach vorne, Miss Evie. Genau. Und man hat ja auch gemerkt, sie ist. Du bist eine tote Frau. Sie ist relativ sauer, ne? Für ihre Verhältnisse. Kann man auch verstehen. So, das weiß ich jetzt, wie er Cola ausgeben muss. Eventuell, um wieder alles aufzufüllen. Was halt auch nicht so prickelnd ist. Obwohl kohlemäßig geht es uns ja gar nicht schlecht, ne? So, ja. Alles auffüllen. Jo. Ach so, oben. Ich kann sagen, hä? Muss ich jetzt mit dem Verkäufer nochmal reden? Wer bist du und was hast du vor? Das ist eine sehr gute Frage. Aber stimmt, eigentlich nach der ersten Szene hätten wir damit weitermachen sollen. Naja, egal. Wer ist B? Ich komme mit Sicherheit nicht so rein. Ist aber scheiß was drauf. Wenn das hier keine Hütte juckt. Ich hoffe, ich mache B nicht aus Versehen kaputt. Das könnte nämlich auch so guter Fall sein. Alter, ich habe extra vorher X gedrückt. Gerade eigentlich eine gute Ausgangsposition hatten, bevor wir den Deck haben, weil ich glaube, das wäre einfacher gewesen, alle zu killen, weil die Möglichkeit entdeckt zu werden ist ja dann gleich null. Je mehr Runden sie in einem Kampfclub gewinnen, desto größer ist ihre Belohnung. Ja, weiß ich nicht, ob wir das noch irgendwann machen, aber ehrlich gesagt, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Ja, toll. Sehen Sie? Nun, ein schlechter Kommandeur hätte sicher die Waffen niedergelegt und... Hä? Tja, wenn das nicht mein alter Freund Mr. Disraeli ist. Nun, Premierminister, welcher Ihrer Freunde will Ihnen in den Rücken fallen? Das Antikorruptionsgesetz ist ein wichtiger Schritt zur Reform unserer Regierung. Wenn die Mehrheitspartei den Ausgang umstrittener Abstimmungen diktieren kann, können wir uns kaum frei nennen. Wenn wir unsere Rechte nach und nach an die Gerichte abgeben,
können wir uns aber auch nicht frei nennen, Sir. Das ist mal wieder typisch, Gladstone. Sie würden sich lieber selbst in die Zahnräder des Fortschritts werfen, als auch nur einen Hauch ihrer Macht abzugeben. Bei Gott, Disraeli, Sie sind ein Narr. Ich sehe nicht untätig zu, wie Sie die Privilegien des Parlaments durch den Schmutz ziehen. Nein, mit Sicherheit nicht. Eher zwingen Sie uns wieder unter das Joch der Tyrannei. Und wo wir gerade dabei sind, Mr. Gladstone, heben wir doch die Magna Carta auf und geben die Krone wieder den Stewards. Was erlauben Sie sich, Sir? Nur weil ich die Regierungsgeschäfte nicht in den Händen von Richtern wissen will, erheben Sie solch unerhörte Anschuldigungen? Das muss ich mir nicht anhören. Dann entbinde ich Sie von dieser Pflicht. Guten Abend, Sir. Das wird wohl B sein. Okay, ich dachte, der Bulle wollte mich verarschen, ne? Achso, den Spionenrahmen. Weil der die ganze Zeit in unsere Richtung geguckt hat. Ja, lol. Schön, Sie kennenzulernen. B? B? Mein Name ist Herbert. Und warum folgten Sie dem Premierminister? Oh, nur ein Auftrag, Sir. Ein alter Knacker bezahlte mich. Was für ein Miststück. Mhm. Gut, das konnten wir aber nicht vor. Kommen sehen. Mein Gott. Schwieriges Wort. So. Aber die wird ja sowieso nichts uns verraten. Okay, ist nicht schlimm, wenn die uns mal trifft. Ach so, toll. Ausweichen. Ja, gut. Matthias. Mann, Jacob, jetzt runter mit dir hier. Hilfe. Das hätte ich vorher lesen sollen mit dem. Ja, nicht treffen lassen. Ach komm. Hatten sie doch fast. Kannst du nicht nochmal anlegen, damit ich ausweichen kann, damit ich dich endlich rammen kann? Verdammt nochmal! Wo kommst du denn her? Ich komme aus Crawley, aber das ist unwichtig. Für wen arbeitest du? Ich kenne keinen Namen. Alter Mann, langer Bart, trug eine Art Uniform. Husaren vielleicht. Was hat er hier vor? Bitte, er bringt mich um. Und ein Sturz von hier oben zerschmettert dir die Beine und schickt dich ins Armenhaus. Vor ihm kannst du noch fliehen. Es läuft morgen. Meine Leute sollen die Kutsche des Premierministers angreifen auf dem Weg zum Parlament. Perfekt. Na toll, da hätten wir schön was extra kriegen können. Ach, bloß weil ich das mit dem Schuss nicht gesehen habe. Naja, gut. Ich habe, glaube ich, keine weitere Möglichkeit. Nee. Gut, dann lass uns mal eine Kutsche ausborgen und dann ab hin da. Warte. Ja, toll, so viel zum Thema Kutsche. Kutsche? Ich wollte gerade sagen, gibt es hier keine Kutsche? Ich will, glaube ich, mal das dann nehmen. Das ist, glaube ich, ein bisschen agiler, ne? Ja. Ja. Ja, nee, haben wir leider keine Zeit für. Ups, Salachen. Oh Gott. Ja, ein bisschen den Zossen mal hier ordentlich Biene machen. Ich habe es mir jetzt extra mal nicht markiert. In der Hoffnung, dass ich hier über die Karte auch vernünftig so hinkomme. Meine Kopfgeldjagd, das ist ganz schön. Aber brauchen wir das noch? Okay, ich hätte mir vielleicht doch mal. Warte mal, steig mal ab hier. Wir können doch gar nicht mehr so weit sein. Ja, ist da drüben.
Ja, weiß ich nicht. Sind halt... Alter, hau ab hier mit dem Ding. Sind halt alles Neuner. Könnten wir wahrscheinlich auch schaffen, aber hey. Man muss ja nicht übertreiben. Ich meine, ich würde es dann bloß machen. Wie gesagt, wenn wir noch ein Gebiet erobern müssen, aber das müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt. So, na denn. Jo. So viel zu einem Hausbesuch. Nun muss ich einen Weg in diese Kutsche finden. Naja. Draufspringen und einsteigen, würde ich mal bald sagen, ne? Warte mal. Ich meine, wird die losfahren? Während ich mich hier... Kann ich bitte... Toll. Ich wollte eigentlich bloß... Alter, da sind ja so viele auf einmal schon wieder. Hä? Warum habe ich jetzt die Pfeile ausgerüstet, Mann? Scheiße, falsche Taste, Mann! Alter, hör's! Eigentlich wollte ich bloß auf die Kutsche springen und dann schnell rein und nicht den Bullen killen, aber ja. Aber es passt eigentlich zu Jacob, ne? Au. Was hat das zu bedeuten? Wer zum Teufel sind Sie? Premierminister, ich bin der neue Leibwächter, Jacob Fry. Ich weiß nichts über einen neuen Leibwächter. Wer ist Ihr kommandierender Offizier? Lass den Burschen ausreden, Dizzy. Madam, verzeihen Sie. Aber Sie schweben in höchster Gefahr. Und die Polizei wollte keine Zeit verlieren. Gefahr? Welche Art von Gefahr? Diese Art. Wenn Sie mich kurz entschuldigen würden... Was für ein Zufall! Okay. Ja, Verbündete werden angegriffen. Schmeiß sie doch einfach runter. Hä? Oh, Jacob, nein, zur Seite! Ich wollte eigentlich bloß rüberspringen, genau, warum er das nicht gemacht hat. Noch mehr, natürlich aber noch mehr. Oh, einfach mal auf gut Glück einen genommen. Oder eine. Na. Noch mehr? Timing habe ich auch recht mal Glück, ne? So, noch wer am Start? Nö. Also, was hat das? Nicht so schnell, Eure Exzellenz.
Ja, natürlich. Okay, aber vielleicht haben wir Glück. Wenn er nicht, ich wollte gerade sagen, wenn er nicht abbiegt. Warte. Wo war da? Oh, die kann schon führen. Nein! Blödmann! Das verletzte und darauf verwette ich mein Leben. Das passt perfekt zu seinem ausgesprochenen Langerland-Charakter. Zeigen Sie sich, Letzteun! Zeigen Sie sich, Sie verkommene Dreckschleuder! Ey. Mal, wenn die wenigstens alles richtig macht beim Führen, aber dann, wo ich eigentlich rammen wollte, wieder die falsche Taste. So, ich bin noch anonym. Gib mir nicht auf den Sack. Wir sind weit genug weg. Okay, warte mal. Sohn. Vielen Dank. Was wollen Sie gegen Gladstone unternehmen, junger Mann? Ich versichere Ihnen, Madame Gladstone hat nichts damit zu tun. Aber er versuchte, meinen Mann zu töten. Nun, wir kümmern uns um Gladstone. Vielleicht könnten Sie mir bei einem anderen Problem helfen, Madame. Ein Gentleman mit Verbindungen zum Parlament. Älter, trägt eine Kavallerieuniform und einen langen Bart. Sie scheinen mir ein sehr direkter Bursche zu sein, Mr. Fry. Nun, ja, das bin ich, ehrlich gesagt. Und Sie sind vertraut mit den armen Bezirken unserer Stadt? Ein wenig. Wundervoll. Rein zufällig wollte ich ohnehin einmal nach Devil's Acre. Wenn Sie mich begleiten würden, helfe ich Ihnen gerne bei Ihrer Untersuchung. Das klingt nach einer tollen Idee. Also abgemacht. Kommen Sie hierher zur Downing Street morgen Abend um Punkt 8 Uhr. Guten Tag, Mr. Fry. Aber... Schönen Tag noch, Mr. Fry. Yay, Mr. Fry. Oh Gott. Ich erinnere mich dunkel, aber ich will es ehrlich gesagt gar nicht. Wir haben nur Jacob, ne? Wir haben nur Schmidt-Ivy. Ja, ist halt zu ihrer Belustigung mehr oder weniger, bevor wir Informationen kriegen. Ja. Ich glaube, das ist halt wirklich nur rumkutschen gewesen und dir das Gebiet irgendwie zeigen, dass sie so ein bisschen, naja, den Frill genießen kann, wenn man das so sagen kann. Oh, warte mal. Bevor wir sie anquatschen. Wo ist die fucking Kiste? Ich höre sie doch. Ach, da um die Ecke. In der Hoffnung, dass wir vielleicht mal... Bisschen Metall? Ja. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Wie viel hat uns da eigentlich noch gefehlt? Okay, wir brauchen bloß noch 33. Das ist gut. So, na dann. Madam? Mr. Fry. Bereit für unseren Ausflug? Devil's Acre erwacht in Kürze zum Leben. Ich fürchte, ich muss unsere Verabredung leider absagen. Auf dem Rasen wimmelt es von skandalgeifernden Journalisten. Und ich möchte nicht gesehen werden in der Gesellschaft eines so... Ich vertreibe Sie. Sie folgen mir, wenn die Luft rein ist. Ja, ja, aber seien Sie nett. Bitte. Die Presse reagiert ausgesprochen sensibel, wenn es um Gewalt gegen Sie geht. Ich werde Ihnen kaum ein Haar auf dem Kopf krümmen. Desmond.
Netter Name für den Hund. Okay, Zeitungsmädchen ablenken. Was? Die Reporter mit dem Zeitungsmädchen ablenken? Welchem Zeitungsmädchen? Ist das das Zeitungsmädchen? Das gehört dir, wenn du diese Kerle dort dazu bringst, mir zu folgen. Wie Sie wünschen, Sir. Mein Gott! Ich bin ein Mörder! Menschenskind, seht doch! Da ist Squire Bancroft. Ich führe Sie besser in die Irre, bevor Sie mich zerreißen. Okay. Was kommt als nächstes im Prince of Wales? Führen Sie Mr. Robertsons neues Werk auf. Okay, aber wie weit? Einfach nur entkommen? Ich lock die mal um die Ecke. Gibt's hier denn irgendwo ein Häuschen, wo ich hochkomme? Sollte am einfachsten sein. Lol. Okay. Ich dachte, ich müsste noch übers Dach irgendwie, aber okay. So, wir können. Bitte. Ich sollte sie mit den Liberalen reden lassen. Warum zum Fick schreit da schon wieder jemand Mörder? So ist es. Naja. Gut, wollen wir der. Die Frau des Premierministers. Naja, ich bin dabei. Ansonsten. Achso, gut. Ich wollte gerade sagen, ansonsten würde ich sie wegballern. Aber das wird nicht das einzigste Mal gewesen sein, dass so ein scheiß Journalist hier. Also Journalisten eigentlich oft was Gutes, aber. Hier können sie. Mann, Kamera! Hier könnten sie vielleicht ein bisschen nervig werden. Aber mit genug Speed geht das schon. Aber alle guten Dinge sind drei Wetten. Oh, doch nicht. Ups. So, da wären wir. Was willst du dir jetzt angucken? Lauf schön weiter. Hey, nee, wir sind da. Armviertel nicht von Schlägern entdecken lassen. Super. Hä? Also, das Ding ist, soll ich die... Vollkommener Ort. Nehmen Sie meinen Arm, Mr. Fry. Sehen wir uns an, was Doubles Acre zu bieten hat. Das werde ich, glaube ich, nicht hinkriegen. Warte. Ich kann die ja nicht einfach kalt machen. Hä? Was? Wie tue ich denn das mit Ihrem Hund alles in Ordnung? Oh, Desmond geht es gut. Er mag bloß Fremde nicht allzu gerne. Ach so. Oder Katzen. Ich darf halt Menschen nicht zu nahe kommen, oder was? Alter, Desmond, halt die Klappe. Oh, gut. Er fängt schon wieder an. Also ich glaube nicht, dass die uns sehen können. Also dass die immer schön so stehen, dass die uns gar nicht sehen können. Aber der Hund halt, ne? Dieser Gentleman ein, wie war das ja, fliegender Händler nannte er sich. Bemerkenswert, wie die Arbeiterklasse sich zu helfen weiß. Sehr geschäftstüchtig, ganz sicher. Sollen wir gehen? Fängt der Hund schon wieder an? Oh, das ist eine gelbe Kiste, okay. Nein, aber das ist halt nicht das Zeug, was ich brauche. Ich verstehe leider überhaupt nicht, wovon Sie reden. Mrs. Disraeli? Ich will mal gucken, kommen wir hier hinten rum? Weil an denen direkt vorbei will ich ehrlich gesagt nicht. Jo, das geht. Ist alles in Ordnung? Oh ja, ich habe gerade gelernt zu pfeifen. Schön. Nein. Willst du mich verarschen? Warum? Ach, blöde Kuh, Alter, weißt du? Warum fängst du jetzt hier an zu pfeifen, ey? Also... Vielleicht hätte ich mit ihr durchs Haus gehen müssen. Aber wisst ihr was, ganz ehrlich? Scheiß was drauf. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind. So. Sehr schön, dann nehme ich den da noch mit. Und dann diskutiere ich die alte weiter.
können wir nämlich auch auf den Hund scheißen. Nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber so ähnlich. Wir haben nämlich unsere Ruhe. Warte. Kommen wir hier rein? Wenn ja, wie? Ja, toll. Jacob. Jack. Mann. Blöd, Mann. Ja, nu. Yo. Das scheint da oben drin zu sein. Also noch einmal Metall finden und dann... Auch wenn ich die vielleicht gar nicht nutze, aber ich Hallo Mann, jetzt geh doch mal hier rein. Ich verspreche mir halt davon, wenn die auf Level 9 ständig sind und wir ausnahmsweise oder zufällig in eine Kacksituation kommen, wo die dann daneben stehen, die helfen ja uns ja eigentlich automatisch. Weißt du das, Zingüttel? Deswegen will ich die in eine Kiste da drüben nochmal mitnehmen und dann diskutiere ich die Tante weiter. Nein. Jo. Ich meine, wir sind doch hier in einem Arbeiterviertel, da soll doch genug Metall drin sein. Yeah. Okay. Geht doch. Ich kann ja mal gucken, was wir noch machen könnten, aber... Rook-Fahrer, weiß ich nicht. Was macht das hier? Verfügt jetzt über den Schläger-Archetypen? So hart, wie ihre Name es vermuten lassen. Ja gut, machen wir mal. Ruckvollstrecker. Ja, okay. Also wieder nichts, was irgendwie Eisen kostet. Polizeibestechung. Ja, kostet auch 5000. Nee. Auch nicht. Rabatt. Ja, okay, brauche ich wahrscheinlich auch gar nicht. Nee. Das können wir machen. Ich werde es ja eh nicht nutzen weiter. Pappspiele. Ich habe mich ja immer davor gesträubt, ne? Warte mal, von den Kosten her. Geht gleich weiter. Okay, es kostet bloß 8000. Ja. Wir gehen ja doch öfters mal dahin. Und das ist halt... Ja, hier geht es schon wieder mit Dings los, ne? Okay, mal gucken. Also, wir bleiben auf dem Weg mit den Truhen. Oder ich werde es im Blick behalten. So... Außerdem kann mir ja der Hund dann am Arsch vorbeigehen. So. Ja, ne? Sollen wir weiter? Oh, Mr. Fry. Ich glaube, der Mann ist betrunken. Da haben Sie wohl recht, Madam. Ich frage ihn, was er trinkt. Vielleicht dürfte ich lieber etwas anderes vorschlagen. Warum will die das unbedingt sehen? Und sich daran ergötzen, offensichtlich. Wir scheinen sich... Ich war zweimal verheiratet, Mr. Fry. Ich weiß nur zu gut, was die beiden tun. Gott segne sie. Das Ding ist, ich bin eigentlich dumm, ne? An der Stelle. Ich hätte, ohne sie zu eskortieren, gleich rein alle vernichten und dann durchlaufen. Ist das etwas Verdorbenes? Ja. Ist das Ratte? Ich möchte nicht taktlos wirken in so feiner Begleitung. Aber man nennt es auch Wauwau-Geschnetzeltes. Da wären wir. Der alte... Also das ist ein Pint, nicht wahr? Oh, bemerkenswert. Feines Hundchen. Ja, weil sie jetzt hier ihn saufen wollte, toll. Obwohl, ich wollte gerade sagen, anhand des Hundes können wir es doch erkennen, warte. Hä? Willst du mich verarschen? Jagt mich das im Kreis? Aha. Weil ich hatte noch gerade gehabt. Na, guter Junge, Desmond. Los, gib mir die Tülle. Wenn meine Freunde hier wären, sähe die Sache anders aus.
Na also, Desmond, bringen wir dich zu deinem Frauchen, das ich vollkommen allein in einem von Londons gefährlichsten Pubs zurückgelassen habe. Nun, wenn Sie Ihrem Vater nie gesagt haben, was Sie über ihn denken, woher sollte er es wissen? So habe ich das nie gesehen. Tief im Innern wollen wir alle nur geliebt werden. Richtig. Hier, was Süßes. Oh, Desmond und Mr. Fry. Darf ich vorstellen? Tut mir leid, wie war doch gleich Ihr Name? John, der Stroller. Angenehm. Ich bringe Sie jetzt besser nach Hause. Recht haben Sie, Mr. Fry. Komm schön mit, Desmond. Sieh mal an! Wenn das nicht der Hundeknecht ist! Na, lasst uns nichts tun, was wir bereuen würden. Der Stroller? Warum der Stroller? Okay, wir haben mal ebenbürtige Gegner einigermaßen. Zumindest scheinen die mir auszuhalten. Au. Ach komm, Alter, der hat doch nicht mehr viel. So. Und dafür, dass die eigentlich ein Level über uns sind, ist das, denke ich mal, noch annehmbar. Also man hätte das Kopfgeldding, glaube ich, easy machen können. Okay, scheiß das auf die Truhe. Wir haben noch genug Touren, denke ich mal, im Laufe des Spiels. Gut so, Mädchen. Ups. Ja, bitte. Nein, ich danke Ihnen, Madam. Vielleicht erzählen Sie mir nun von dem Mann in der Husarenuniform. Recht. Lord Cardigan ist der Gentleman, den Sie suchen. Ein leidiger Mann, immer zu prahlen mit seinen militärischen Abenteuern. Wissen Sie, wo ich ihn finden könnte für ein kleines Privatgespräch? Das will ich meinen. Er ist in der Stadt, wie der Zufall spielt, um gegen das Antikorruptionsgesetz zu kämpfen. Vielleicht begegnen Sie ihm im Palace of Westminster. Aber passen Sie auf, was die Regierung am wenigsten braucht, ist ein weiterer Skandal. Ich verspreche Ihnen, ich werde äußerst diskret sein. Ja, natürlich. Wir sowieso. Okay, dann liefern die gute Dame mal ab. Ganz ruhig. Genau. Und dann würde ich sagen, sachte. Bis morgen. Ihre Station, Madam. Meine Station? Das ist köstlich. Vielen Dank. Danke für einen gelungenen Abend, Mr. Fry. Ich werde Sie in den höchsten Tönen bei Dizzy loben.